Hallo im Keller. So, ich mache mal Dokumentation von üblichen Drehtag, also heute am 27. Januar. Da mache ich die Detektivin. Und ich gehe davor aus, dass die Aufnahmen relativ schnell im Kasten sein werden. Deswegen habe ich Zeit für so ein Sondervideo bzw. Dokumentation mit dran. Genau, also ich zeige euch mal Setup wieder, das übliche schwarzer Hintergrund, Softbox hier, Softbox da, Kamera. Genau, das ist mein 4K Lumix irgendwas, DCFZ 83. Ich muss euch mal wo abstellen, weil sonst kann ich es nicht festmachen, oder? Das ist so blöd. Nicht runterfallen, gell? So. Dann mache ich es da fest. Da schaue ich immer, dass ich genau gleich bin. Mit dem Stativ. Dann müsste das eigentlich passen. Und beim Hintergrund schaue ich, dass er einfach schwarz ist. Also alles. Dann werde ich das alles miteinander gut zusammenführen können. Gehe mal davor aus. So, dann der Ablauf. Da habe ich meinen Ordner. Dann schaue ich rein. Heute brauche ich das Missing Person. Mei, ich komme jetzt heute. Missing Person Poster. So geht's los. Das ist die allererste Szene im ganzen Stück. Da komme ich mit meiner Lupe daher und sehe das. Das werde ich wahrscheinlich an der Wand abbringen. Weil vom Boden aufheben, das schaut auch ein bisschen komisch aus, glaube ich. Ich weiß nicht. Genau. Das ist jetzt der erste Schritt. Vielleicht halt ihr einfach mal drauf, dass ihr da mitschaut. Sieht doch aus, oder? Ja, genau. Ihr schaut von da aus zu, was ich mache. Im Hintergrund vielleicht ein bisschen gerade machen, aber das ist wurscht. Normalerweise ist der nur schwarz, den sieht man dann gar nicht. So war es auch gedacht. Immer ein leichtes Problem mit der Schärfe, beziehungsweise ich muss das immer vorher einstellen, da an der Kamera. Jetzt suche ich mir immer irgendwas, das ich da halt hinstellen kann, dass da nachher steht, wo ich dann bin. Also vornehmlich da. Da seht ihr das. Das stehe ich da her. Und dann mache ich das mit der Kamera scharf, dann müsste ich nachher auch scharf sein. Das ist so die Überlegung. Ah, das passt schon ganz gut. So gerade ist auch. Dann will ich das wieder weg. Und dann könnt ihr eigentlich anfangen. So, das wäre hinten Aufhänger. Da war jetzt ein doppelseitiges Klebeband halt voll der Hammer. Aber ich habe ja nichts. Da mache ich so und pick's irgendwie zusammen wieder. Dann ist es auch doppelseitig. So, schaut euch das an. Super, habe ich das auch. Mal schauen, was im Bild ist irgendwie. Ich meine, so ist gut. Das ist halt nur das Handy, da sieht man es nicht so gut. Da. Und jetzt drehe ich das einmal ab und dann wahrscheinlich nochmal und nochmal und meistens mache ich solche Sachen 7, 8 Mal und dann suche ich mir halt das Bessere raus. So. Legen wir mal los.
bisschen los, du hast Bunte. Das ist die erste Szene, also die erste Aufnahme, da schaue ich dann so hin und dann werde ich aufgenommen und nachher nochmal ganz nah das. Ich glaube, das kann man verstehen, so die Reihenfolge, das ist dann wie in so einem Film quasi. Dass man zuerst sieht, wie der hergeht, dann schaue ich mal das an, dann sieht man mich und dann sieht man das von nah. Ups. So ist die Überlegung. Jetzt ist auch schon fast die ganze erste Szene. Dann gehe ich mit dem Plakat und dann suche ich mich. Ja. Ich mache gerade noch Aufnahmen, die sind ein bisschen lustig, glaube ich. So. Ich ruck mich da her. Das sieht man natürlich oben nicht in der Aufnahme. Genau, das ist die andere Ansicht. Also wenn ich da so liege und dann schaue und dann sieht man mich für einen kurzen Moment und dann das Poster und dann habe ich den Auftrag, diese Person zu finden. Und die ist im Multiversum verschwunden. Da gibt es dann auch nur Auflösung dazu oder eben an weiteren Verlauf dazu. So, irgendwann muss man wissen, wann es gut ist. Und jetzt war es gut. Jetzt habe ich einmal eine fast perfekte oder ziemlich perfekte Aufnahme gemacht und ich glaube, das langt jetzt. Und ich habe da auch schon so viel Faser von dem Molten oben, dass das nicht mehr hält. Und jetzt bei der vorletzten, die nichts geworden ist, da habe ich es so da hängen gehabt und dann auf einmal wupp ist gegangen. Von selber. Jetzt, da war es dann. Es langt. Es langt. Genau. Ja, und jetzt habe ich es auch für heute. Ich habe wieder 2 Stunden ohne gefilmt. Im Vorfeld natürlich die ganze Planungsarbeit. Und das war eins von die kürzeren, eine von die kürzeren Szenen. Die erste und die allerletzte habe ich jetzt gemacht. Also ich umrahm quasi die ganze Show mit der Detektivin. Ja. Also wenn ihr es gesehen habt, gell. Dann da die Song schließe das für heute ab, weil ich muss auch noch verwandtschaftliche Dinge klären. Da hat es einen Krankheitsfall gegeben. Und nachher sehen wir uns entweder mit der Alien, also Aliens sind es ja mehrere, aber mit der Andorianer Carrie, die blau ist, das wird auch aufwendig. Oder wir sehen uns als nächstes mit der Tanzcourage, Carrie. Das ist ja noch schlimmer. Da kannst du das da jetzt aussuchen. Pest oder Cholera. Ich habe die 2 aufwendigsten Sachen bis ganz zum Schluss lassen.
Ja, ich kenne mich schon, ich singe ja aus. Ich kenne mich ja aus. Das ist schon sehr aufwendig. Und jetzt muss ich abwägen, was da am gescheitern ist, weil die Choreo schaffe ich nicht in 2, 3 Tagen, da mir was auszumdenken und Ei zum Üben und alles. Also ich dachte, sagen, wir singen uns auf Andoria. Es hat eh gerade so viel Schnee und es ist so kalt, da passt das ganz gut. Ja, das sind meine Lieblingsaliens und ich denke, ich werde es ein bisschen abgeänderter Form darstellen. Ich weiß nicht. Ich meine nicht, dass da irgendwie Copyright Infringement gibt oder was. Das muss ich mir auch noch überlegen. Ich frage vielleicht mal jemand, der sich damit auskennt. Aber so blaue Aliens mit so Fühler kennt man ja woanders auch vor. Vielleicht. Ja, ich frage vielleicht mal. Und dann sehen wir uns wieder. Ich dachte, Song zur Andoriana Carrie, sehen wir uns wieder, weil die Choreo, das wäre zu aufwendig. Das mache ich jetzt die nächsten 2, 3 Wochen alles fertig. Da fange ich vielleicht morgen oder mit. Ich weiß noch gar nicht, in was für Richtung das gehen soll. Und die Musik dafür habe ich auch noch nicht. Da ist halt wieder wichtig, dass man passende Musik hat. Dass ich Choreo auf der Musik machen kann. Aber sowas habe ich auch noch nicht oft kreiert. Also ohne Kugeln ja schon gar nicht. Da kommt dann nur eine Kugel nochmal dazu. Ja, das wird wieder ein bisschen aufwendiger. Wir sehen uns nächste Woche dann zur Alien Carrie, zum Gefühl der Freundschaft. Das soll aufwendig in der Vorbereitung werden, sehr aufwendig sogar. Und die Aufnahmen dann so mittel. Genau. Ja, ich habe gute Zeit. Bis dann.